wir können alles machen irgendwie. Wir gehen jetzt einfach einmal da schauen. Dann ist da der, der Italiener. Der hat gegen die Motive auch nichts. Gehen wir zuerst gleich mal wirklich zur Trafik. Trafik ist vorne, da wollen Sie Karten. Ja! Bitte schön. Vorsichtig mit Sie. Ich bin schön. Wann werden dann so die neuen Pläne offenbart? Gibt es da so einen Zeitpunkt? Nein, bei uns ist immer alles, das geht innerhalb einer Woche. Ich denke wirklich bewusst geplant und systemisch umgesetzt haben, das ist diese Pizzeria im zweiten Haus. Und der Rest ist immer aus dem Bauch heraus entstanden. Wo man schnell und auch mit dementsprechend vielen Fehlern, also ist nicht alles immer super. Ja. Du musst halt dann immer weiter arbeiten und drehen und schrauben, bis du dann wieder ins richtige Zahnrad reinfasst. Okay, 3, 2, 1. Ja, super! Der war sehr nett, das ist ein toller Mann. Muss ich ehrlich sagen. Schon, oder? Aber das dürfte es nicht sein, aber da verstehe ich, warum unsere Politiker halt nur C-Klasse sind. Der hat ja Charisma. Ja, nein, die sind Profis. Die, sind nicht ja. Die haben nicht nur Charisma, sondern die sind von ihrer Einstellung, von ihrer Persönlichkeit hochprofessionell. So wie ein Hollywood-Star ein professioneller Schauspieler ist und genau weiß, wie er sich benimmt, weiß er sich auch, obwohl er AD ist, sich wie ein Präsident zu benehmen. Und das war schon toll. Also ich kann mich erinnern, wir haben ja doch einen hohen Anteil an amerikanischen Gästen. Und der ist da in der Mitte immer gesessen, zweimal war er da. Hat der noch Bodyguard, oder? ja, schon, das schon. Aber da waren dann da Gäste aus Chicago genau auf dem Tisch und er heißt ja noch für die Mr. President. Ja. Und er nimmt sich Zeit, der schüttelt die Hände. Er ist reingekommen, hat uns allen die Hände geschüttelt. Beim Heimgehen ist er in die Abwasch hinein, hat den Abwäscher die Hand geschüttelt. Wirklich? Und sagt, wollt ihr ein Foto mit mir machen? Danke für den tollen Abend. Einkauf ist es wohl still, das sind auch gewusst, ja. Weil das geht eh über Bestellung und Lieferschein. Aber natürlich, desto näher man ist, desto mehr Synergien im Dienstleistungsbereich kann man nutzen. Und natürlich im Personalbereich. Da können die Mitarbeiter untereinander verschieben. Was hier natürlich super ist, das sind auch die sehr lustigen Mieten. Also jetzt sagen wir, weniger Mieten sind es als im 8. Bereich. Ja, das ist ein Wahnsinn. Wenn es nicht so gut ist von der Mieten. Okay. Aber über Mundpropaganda kann man halt die Leute bewusst zu dir und wenn du Glück hast, kommen genug davon.